Herzlich willkommen, Leute, zurück zum fröhlichen Zähmen. Diesmal wird das eine kleine spezielle Folge für einen Abonnenten, der mich gefragt hat, wie ich das geschafft habe, den Delfin, den ich beim letzten Sam Let's Play, also bei meinem letzten Delfin Sam Let's Play, wie ich den an den Strand bekommen habe. Und dann habe ich ihm da zurückgeschrieben, es ist ganz einfach, mal ins Wasser zu gehen und Delfine ein bisschen aufzuschrecken. Und die folgen dann einem automatisch. Und ihr müsst euch dann schon eine Stelle aussuchen, wo es dann auch Delfine gibt. Meistens kommen die auch von alleine. Also die sind so verspielt. Seht, direkt kommt er. Und ihr seht, das Kippel habe ich schon auf Null gelegt. Und das werden wir nämlich jetzt direkt hier unserem Delfin, wenn er denn kommt, wenn er denn nochmal zurückkommt. So, kommen wir wieder zurück, komm zurück. Hab's gerade gegeben. Das hat man natürlich jetzt nicht gehört. Also, ihr legt das Kibbel, das Dodo-Kibbel. Das Dodo-Kibbel legt ihr auf die Null. Und dann könnt ihr, hier steht im Moment, wait until it's hungry again. Wenn da wieder die blau-grüne Schrift kommt, dann könnt ihr E drücken und dem das Dodo-Kibbel verabreichen. Und das ist eigentlich so gesehen beim Delfin total easy. Ihr seht, der ist total verspielt, will hier um mich herum schwimmen. So. Will natürlich vielleicht noch ein bisschen Kibbel haben, weil ich ihm gerade was zu essen gegeben habe. Und jetzt hoffe ich, dass er aber wieder zurückkommt. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, weil die Delfine sind so ein bisschen unruhig. Die schwimmen immer hin und her. Manchmal schwimmen sie auch komplett weg und kommen dann irgendwann mal wieder. Also jetzt gucke ich mal. Vielleicht habe ich... Wo ist er hin? So, ja, schwimmt du mal um deinen Stein herum. Jetzt schwimmt er natürlich weg. Jetzt muss ich ein bisschen versuchen, hinter dem herzukommen. Bis er wieder zu mir kommt. Ich bin jetzt gerade am Ertrinken. So, jetzt gehen wir mal hoch mit der Leertaste, mit Space. Kann man nach oben schwimmen. So, jetzt schwimmt er natürlich ans Land. So, jetzt versuche ich den nochmal. So, jetzt kommt er zu mir. Und zack, ich habe ihm wieder was gegeben. Jetzt muss ich versuchen, wieder ein bisschen hinter dem her zu schwimmen. Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Jetzt hoffe ich nicht, dass er hier so an den Strand so... So, ich habe ihm nochmal was zugekippt, gesteckt. Ich habe es oben gesehen. Removed das Kibbel, Dodo-Kibbel. Und das ist eigentlich so gesehen total einfach. Ihr müsst nur eben versuchen, dass der Delfin so ein bisschen auf euch fixiert ist. Ihr müsst natürlich ein bisschen folgen. Ihr braucht keine Eisenrüstung, wie ich das mache. Ihr braucht keine Taucherrüstung. Ihr könnt das schon ab dem Level machen, wenn ihr einen Dodo gezähmt habt. Dodo-Kibbel, ihr könnt das auch natürlich mit Meat, also mit Fleisch machen, aber es reicht vollkommen aus, wenn ihr ein paar Dodos gezähmt habt und daraus einen Kibbel macht. So, jetzt gucken wir mal. So, jetzt noch einmal, dann haben wir es geschafft. Seht, Leute, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht immer. Der hat übrigens eine Effizienz von plus 4, seht ihr? Und diese Effizienz bedeutet dann eben so gesehen, dass der Dinosaurier auf seine Level 10 plus 4 drauf bekommt. So, das kann ich den sogar nochmal zustecken. Und ihr seht, der Delfin ist gezähmt. Und den nenne ich jetzt einfach mal Filippo il Delfino. Filippo il Delfino, okay. Und jetzt werden wir den natürlich mal reiten für euch. So, Ichi Flischi Nichi, rück. Und jetzt geht's los. Ist ein bisschen neblig jetzt gerade, ist ein bisschen doof, aber das ist, macht nichts. Delfine sind die schnellsten Wassertiere, also bis jetzt in Ark. Es kommen vielleicht noch ein paar andere Tiere jetzt, also nicht vielleicht, es kommen welche, aber Delfine sind die schnellsten. Und der ist jetzt nicht unbedingt schnell auf Movement Speed geskillt, 100, nein. Es gibt einige bei uns im Tribe, die haben die richtige Speedmaschinen. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn jetzt meine Messerschmitt geparkt. Da ist meine Messerschmitt, okay. Und ihr seht, also mit Delfinen könnt ihr wunderbar tauchen. Der ist super schnell. Ist natürlich jetzt ein bisschen neblig und das ist dann auch natürlich unter Wasser ein bisschen neblig. Aber naja, es ist jetzt ist eben so. Ist ein bisschen doof, aber so ist es gerade.
Ihr solltet, wenn ihr einen Delfin habt, nicht auf Midi-Damage skillen. So, ich gehe mal ganz kurz wieder hoch, sonst trinke ich. So. Ihr solltet nicht auf Melee-Damage skillen. Das ist nicht so interessant für einen Delfin, weil der nicht unbedingt viel Schaden macht. Der ist natürlich nicht aggressiv. Ihr solltet bei einem Delfin immer auf Movement Speed, Stamina gehen. Das ist das Wichtigste. Health braucht ihr auch nicht, weil wenn ihr mit einem Delfin unterwegs seid, müsst ihr schnell sein. Er braucht, soll viel Ausdauer haben. Ihr müsst euch schnell fortbewegen. Ihr könnt mit dem Delfin nach unten tauchen. Auf dem Boden des Meeres. Und wenn ihr dann wenig Luft habt, dann könnt ihr sofort wieder hoch. Ihr seht, ihr könnt hier zum Beispiel, jetzt schwimme ich hier gerade so im Wasserfilm nah hinterher, aber ich sehe natürlich jetzt gar nichts. Hier ist nämlich irgendwo eine Ölquelle und hier kommt bestimmt gleich auch irgendwo ein Mosasaurus, wie ein Plesiosaurus. Also deswegen schwimme ich doch mal lieber wieder nach oben. Okay, Leute, das war's eigentlich schon. Das war einfach nur so gesehen eine kleine Videoantwort auf die Fragen, die mir gestellt worden sind, wie ich einen Delfin an den Strand bekomme. Sucht euch einfach am Strand entlang mal ein paar Delfine. Ihr findet die. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld aufbringen und dann geht ins Wasser. Die Delfine kommen immer zu euch. Und dann einfach Stück für Stück dann einfach zähmen. Es geht auch übrigens auch problemlos mit Meat, also mit dem Fleisch. Und wenn ihr sogar habt, dann nehmt doch einfach am besten das Raw Prime Meat, dieser schöne leckere Schinken oder Keule. Dann geht das noch schneller. Ansonsten nehmt das Kibbel und das Kibbel stellt ihr einfach her mit einem Dodo-Ei, mit einer Karotte, einer Kartoffel, zwei Mejo-Beeren, das sind diese rosanen Beeren, drei Fiber, die kriegt ihr in jedem Busch oder in jedem zweiten Busch. Und dann eben ein Wasserschlauch, alles in den Kochtopf, ein Minütchen warten und dann habt ihr euer Dodo-Kibbel. Gut, Leute, von mir, blub, 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 tschüss, tschüss, tschüss und bis zum nächsten Zem-Let's Play. Ciao. Sei gut. Mein Zähmgehege, was... Level 22 hält er aber. Ist er jetzt noch aktiv oder schläft er schon? Hm. Hallo? Ist der jetzt noch böse? Ich glaube, der ist. Oh, der ist doch schon. Der steht irgendwie noch halb. Naja, es ist ja immer so. Und natürlich, wie es immer so schön ist, direkt mir mit dem Kopf durch die Wand. Oh nee, jetzt geht's wieder los. Was war das denn? Der hing irgendwie. Zack. Jetzt aber. Was war das denn für eine Aktion? Der hing irgendwie im Kopf in der Tür und dann habe ich gedacht, der. Oh oh. Lolita, mein Dodo ist aggressiv.